Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die One Fire Box von Combi Christ. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. One Fire von Combi Christ, das Ganze aus dem Jahr 2019. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Rock. Jawohl! Es ist das 9. Album der Band. Wir haben hier eine quadratische, kompakte Box. Als allererstes werden wir wie immer die Folie entfernen. Und dann schauen wir mal rein. So, also das ist die Box. Auf dem Boxdeckel, auf dem Cover lesen wir hier oben den Namen der Band. Dann darunter den Albumtitel und dann haben wir hier ein ziemlich mieses Mischwesen, also sieht irgendwie so aus wie eine Mixtur aus Drache und dann haben wir hier auch noch so Tentakel, also eventuell so ein Oktopus oder ähnliches, also auf jeden Fall ein heftiges Cover, dann rundherum noch irgendwie Feuer, Blitze, alles mögliche. Dann auf der Seite ein Logo Novus Ordo Seclorum Industrial Cult. Combi Christ One Fire Limited Edition. Dann hier oben nochmal das Logo von der gegenüberliegenden Seite, nur in Rot. Und hier nochmal Albumtitel plus Bandname. Ja, Limited Edition. Das Ganze ist tatsächlich streng limitiert und zwar auf insgesamt 1000 Stück. Was lesen wir hier? This Limited Edition Fanbox Contains. Also, das sind die Boxinhalte, die uns hier erwarten. Wir haben hier einmal ein Gymbag, also einen Turnbeutel, dann einen Anhänger, ein Metal Keychain, also ein Metallanhänger für den Schlüssel oder ähnliches. Deluxe Edition des Albums One Fire, dann die Bonus-CD Mixfire und ein Zertifikat, das handnummeriert ist. Jawohl. So, die Beteiligten, die Labels und ein Barcode. Und dann würde ich sagen, schauen wir mal rein. Das Ganze erschienen über Out of Line. Wir werden den Boxdeckel mal abnehmen, von innen weiß. So, und dann kommen wir zum eigentlichen Boxinhalt. Also, was haben wir hier? Wir haben hier einmal das Album an sich, One Fire. Dann haben wir die Bonus-CD, Mixfire. Diesen Anhänger aus Metall. Den Gymbag in Schwarz und Grün. Und dann haben wir hier auch noch das Zertifikat. Ja, das holen wir auch mal raus. So, die Box ist nun leer. Machen wir wieder zu. Und dann packen wir die derweil mal zur Seite, wenn es gelingt, die zuzumachen. So. Und diverse Inhalte kommen hier noch in Folie, nämlich einmal, zweimal, dreimal. All das hier noch extra verpackt. So, wo geht das hier am besten auf? Einmal der Anhänger. So, und natürlich die beiden Alben, beziehungsweise das Album und die Bonus-CD. Na, es will nicht so recht, aber jetzt einmal die gesamte Länge aufschlitzen. Und hier bietet sich die Schweißnaht an. So, nochmal, jawohl. Gut, dann befreien wir hier mal die Tonträger aus der Folie. Gar nicht so einfach, aber jetzt. So, Nummer 1 und Nummer 2. So, das ist es, das Album One Fire. Hier unten lesen wir wieder Deluxe Edition. Cover wie auch schon auf dem Boxdeckel. Das Ganze kommt hier in einem Digipack, auf der Seite beschriftet, Katalognummer, dann Albumtitel plus Bandname Deluxe Edition und unten nochmal das Logo bzw. der Schriftzug von Out of Line Music. Und dann haben wir hier die Tracklist, 13 Tracks an der Zahl, plus wir haben hier auch noch eine zweite CD, also zusätzlich zu der Bonus-CD, die wir ohnehin schon haben, haben wir hier in diesem Digipack noch eine zweite CD.
und zwar den Hellblade Original Soundtrack. Ja, es gab tatsächlich ein Spiel, oder was heißt gab, es gibt es ja immer noch, ein Spiel mit dem Namen Hellblade. Und zu diesem Spiel hat CombiChrist den Soundtrack beigesteuert. Hier haben wir dann nochmal 8 Tracks obendrauf. Also 13 plus 8 ergibt dann 21 hier im Digipack. Barcode, okay. Wir schauen rein. Einmal hier die CD. Dann nochmal das Logo hier, das wir vom Boxdeckel kennen, von der Seite. Und links und rechts die CDs und in der Mitte dann das Booklet. Wir fangen mit dem Booklet an. So, dann geht's hier los mit Fotos und Lyrics. Sehr schön. Also wir haben hier die einzelnen Bandmitglieder und auch Lyrics zu einzelnen Tracks. So kann man dann wunderbar Lieder mitsingen oder eben manche Lyrics dann nachlesen. Dann ein Foto der 4 Bandmitglieder. So, noch ein Einzelfoto und weitere Lyrics. Dann die restlichen Lyrics hier alle noch abgetippt. Sehr schön. Und zum Abschluss gibt es dann hier noch die Credits zum Album. Und das war soweit. Also klassisches Booklet hier, sowohl mit Fotos als auch Credits und Lyrics. Dann kommen wir zur CD. Das ist die Album-CD. One Fire sieht so aus. Hier ist auch nochmal beschriftet. CD 1, also Nummer 1. Und auf der rechten Seite dann Nummer 2. Auch die CD hier entsprechend beschriftet. Hier lesen wir es. CD 2 Hellblade Ost. Also Original Soundtrack. Jawohl. So. Das war's mit dem Digipack. Wir haben aber noch ein zweites. Und zwar nennt sich das hier Mixfire. Albumcover ähnlich. Beziehungsweise ja, das Cover dieses Digipacks ähnlich dem Albumcover. Denn das Ganze ist vom Motiv her gleich, allerdings eben in etwas anderen Farben hier gestaltet. Okay. Und auf der Rückseite die Tracklist. 8 gibt hier nochmal oben drauf. Das sind in diesem Fall eben Remix-Tracks, die wir hier, glaube ich, schon haben. Genau. Also sind hier in diesem Fall Tracks des Albums, die man hier entsprechend geremixt hat. Dann schauen wir mal rein. So sieht das aus. Hier gibt es kein Booklet oder irgendwas noch extra drin. Ganz klassisch hier einfach nur mit der CD. Opa. Fällt mir glatt aus der Hand. Und das war's mit diesem Bonusteil, mit diesem Bonus-Digipack. Also insgesamt 3 CDs hier mit dabei. So, als nächstes haben wir dann einen Anhänger. Auch hier wieder dieses Logo, das wir schon kennen hier. Mit dem Dreieck und diesem Totenkopf. Die Rückseite ist glatt. Das ganze Teil hier ist in so einer Zackenoptik, also wie so ein kleines Zahnrad oder so. An der Seite entsprechend mit so kleinen Zähnchen. Dann eine kurze Metallkette und hier oben dann ein Karabiner, den man hier irgendwie wahrscheinlich öffnen kann. Wahrscheinlich aufschrauben, auch wenn es mir jetzt gerade nicht gelingt. Oh. Der geht echt streng, aber den werden wir doch irgendwie aufbekommen. Nein, es gelingt mir jetzt tatsächlich nicht. Eventuell brauche ich hier noch eine Zange. Ja, also so ein klassischer Karabiner mit Drehverschluss bedeutet, wenn man das dann hier etwas aufdreht in die Richtung oder in die Richtung, dann kann man hier das entsprechend so eindrücken und dann den Karabiner anhängen. Wo auch immer, an den Reißverschluss, an die Hose, an euren Schlüsselbund, wie ihr wollt. So, dann haben wir ein Zertifikat, das ist hier entsprechend der Boxauflage. Also wir haben hier insgesamt 1000 Stück dieser Box in Umlauf und die wurden dann eben auch alle einzeln handnummeriert. Meine Box, das ging sich knapp noch aus, ist die Nummer 995, ein Glück. Rückseite hier wieder mit diesem Drachenwesen. Und ja, finde ich immer gut, wenn man das hier so transparent gestaltet, sowohl, dass man sagt, was war die Gesamtauflage, als auch, dass jede einzelne Box dann wirklich ihre eigene Nummer bekommt. Und als letzten Boxinhalt haben wir dann hier noch diesen Turnbeutel, diesen Gymbag. Auch hier wieder dieses Totenkopf-Artwork, in diesem Fall in grün, auf schwarzem Gymbag. Dieser ist ein Produkt von Backbase.
hier lesen wir es. Dann haben wir hier unten die beiden Schnüre, die beiden Träger entsprechend vernäht und mit einem Metallring auch noch verstärkt. Das Ganze kann man dann natürlich hier oben zumachen und dann wie einen kleinen Rucksack tragen. Und dann haben wir hier eventuell, ja genau, hier haben wir noch einen Zettel, der uns Aufschluss darüber gibt, was wir hier genau haben. So, was lesen wir hier? Backbase BG5. Das Ganze ist 100% Polyester, Beachfield Brands Limited United Kingdom und Made in China. Grüße gehen raus. So, und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal der eben gezeigte Turnbeutel hier, dieser Gymbag in Schwarz und Grün. Dann das Zertifikat, handnummeriert, wie gesagt, limitiert auf 1000 Stück. Dann der Anhänger hier mit dem Metallkarabiner. Die Bonus-CD Mix Fire mit 8 Tracks. Sowie natürlich das Album an sich One Fire inklusive Bonus-CD. 13 plus 8 Tracks hier drin, hier auch nochmal 8 Tracks, also insgesamt 29 Tracks hier in diesen Digipacks verteilt. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box One Fire von Combi Christ. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Combi Christ unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.